Herzlich willkommen, hier ist User Paul mit dem Thema Ubuntu Touch Bedienung. Die Liste der Betriebssysteme, die unter einer Open Source Lizenz stehen und auf mobilen Endgeräten laufen, ist lang. Ein neues System auf diesem Feld ist Ubuntu Touch, welches zurzeit von Canonical entwickelt wird. Am 17. Oktober 2013 erschien die erste offizielle stabile Version. Ubuntu Touch ist von der Bedienung her grundlegend anders aufgebaut als Googles Android oder Apples iOS. Das System und dessen Apps lassen sich hauptsächlich durch verschiedene Gesten bedienen. Zu Beginn ist diese Art der Bedienung jedoch stark gewöhnungsbedürftig. Beim allerersten Anschalten eines Ubuntu Touch-Gerätes erhält man zunächst eine kurze Einführung in die Bedienung des Systems. Diese kann man überspringen. Oder man folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm. Dabei wird erklärt, dass jede der vier Kanten unter Ubuntu Touch mit verschiedenen Gesten belegt sind. Beim Wischen von der linken Kante her erscheint der App Launcher. Dieser ist vergleichbar mit dem Unity Launcher des Ubuntu Desktops, der sich ebenfalls an der linken Seite des Bildschirms befindet. Unter Ubuntu Touch sind allerdings nicht alle Apps aufgelistet, sondern nur eine bestimmte Auswahl. Beim Wischen über die rechte Kante können die laufenden Apps einfach gewechselt werden. Falls sich der Nutzer auf dem Welcome-Screen befindet, wird eben dieser zur Seite geschoben. An der oberen Kante befindet sich die Indikatorleiste, über die man einen schnellen Zugriff auf verschiedene Dinge bekommt, wie etwa die Konfiguration von WLAN, GPS und Bluetooth. Weiterhin lassen sich dort auch Lautstärke, Bildschirmhelligkeit und Uhrzeit anzeigen und anpassen. Praktisch ist dabei besonders, dass immer die Einstellung dargestellt wird, die man mit dem Finger zuvor heruntergezogen hat. Wenn der Nutzer beispielsweise seine empfangenen Nachrichten lesen möchte, reicht es, die Wischgeste direkt am entsprechenden Indikator beginnen zu lassen. Dann wird auch direkt das ausgewählte Untermenü geöffnet. Durch seitliche Wischgesten kann man allerdings auch zwischen den einzelnen Indikatoren schnell und einfach wechseln. Die untere Kante besitzt entgegen der restlichen Kanten nur hin und wieder eine Funktion. Je nach geöffneter Anwendung befinden sich dort Bedienelemente, um einen Schritt zurückzugehen, Einstellungen anzupassen oder neue Elemente hinzuzufügen. Hierbei haben die App-Entwickler freie Hand. Wenn man die Wischgeste bis zur Mitte des Gerätes durchzieht, öffnet sich ein halbtransparentes Menü. Dieses beinhaltet ein Suchfeld sowie darüber einige Schaltflächen, die zurzeit allerdings ohne weitere Funktionen sind. Beim Betätigen der Power-Taste erscheint bei einem bereits eingeschalteten Ubuntu-Touch-Gerät die Bildschirmsperre. Streng genommen ist dies aber gar keine Sperre, da sie das System nicht vor fremdem Zugriff schützt. Stattdessen nennt man es unter Ubuntu Touch den Welcome-Screen. Die Anzeige besitzt hierbei andere Funktionen als eine klassische Bildschirmsperre. Es werden drei Dinge angezeigt: die aktuelle Uhrzeit, das aktuelle Datum und ein Kreis, der diverse nützliche Daten anzeigen soll. Im aktuellen Zustand zeigt dieser nur die Anzahl der am selben Tag geschossenen Fotos sowie die Anzahl der am selben Tag getätigten Anrufe und erhaltenen Nachrichten an. Wenn also an einem Tag mit dem Smartphone 10 Fotos geschossen wurden und insgesamt drei Anrufe getätigt wurden, dann zeigt Ubuntu Touch diese Informationen auf dem Welcome Screen in der Mitte des Kreises an.
In Zukunft sollen dort mehr Informationen angezeigt werden, etwa die Anzahl empfangener E-Mails oder auch ungelesene Tweets. Der Welcome-Screen ist allerdings nur wenig interaktiv. Auf den ersten Blick erscheint es, als wenn die Informationen innerhalb des Kreises nur beim Anschalten des Displays erscheint. Mit einem Doppelklick innerhalb des Kreises erscheint allerdings auch die nächste Information. Das war User Power von OpenScreencast. Ciao und viel Glück!